kommt dieser Jovinis hier und bei mir ist die Jasmin. Hallo. Ich war nicht sicher, ob wir es links oder rechts machen. Ich habe dich jetzt dazu motiviert, es doch auf der linken Seite zu machen, weil ich finde, du hast auf dem rechten auch noch gar nichts. Und auf dem linken hast du nur einen Industrial. Und ich finde es dann, wie gesagt, schöner, wenn wir auf dem linken das dazu machen und einfach noch nachlegen. Ich finde, auf einem Ohr sollten mal drei Piercings sein, dass es ausgewogen aussieht. Und dann macht man mal noch weiter. So, angezeigt habe ich, zeige es dir dann direkt mit dem Spiegel. Ja. Voilà. Ja? Das passt. Gut, also ganz klar, das kann ich reden. Das passt, ne? Ja, soll so sein, ne? So. So, dann haben wir. Okay, meine Liebe, ich halte mir die Zange an der Rechnung dran. Ja. Dann stecken wir das mal in den Schmuck rein. Und das war's. Gehen die aber nach hinten. Mhm. Das war's super. Schmuck rein. War okay? Ja. Schlimmer ist die andere nicht. Ja, wenn man Industrial am Ohr überstanden hat, dann ja. Ist danach alles ein Kinderspiel. Gell? Aber ich finde, wenn man Industrial für das, also es ist doch echt dicke Nadeln und zwei Stiche, das geht trotzdem auch ganz gut. Gell? So, cool drin, alles dran, wackelt sitzt das Luft, fällt mal gut. Und wir sind jetzt wieder auf dem Morgen noch ein Piercing irgendwann dazu machen. Ich mache hier noch so ein No-Conch oder sowas rein, oder so ein Anti-Helix, oder vielleicht ein Inner-Conch oder No und Dave. Und dann ist es auch eigentlich fertig. Das Date würde ich dann das nächste dann wahrscheinlich dann machen. Schön, oder? Schön, super. Ja, Date wird auch gut dazu passen. Und dann hast du auf dem Ohr mal, sag ich mal, Feierabend. Ja. Kann man immer noch mal ein viertes, fünftes Mal. Aber generell finde ich es immer schön, auf einmal mal mindestens drei zu haben und dann auf die andere Seite zu gehen. Ja, ich möchte sowieso beide Ohren jetzt einmal voll machen. Perfekt. Sonst habe ich hier überall schon welche mehr. Dann gehen wir mal rein. Spray and Peel, das kennst du eh auswendig. Ob es so gut ist, gerade mit. Kanarienvogel, meine Frau, der hat aus dem Ohr geholt, hat aber einen Gehirntumor gehabt, ist dann gestorben. Das können wir dir ausschließen, zum Glück. Ja, immer so aufmunternde Worte. Ich erkläre kurz auf, warum das jetzt blutet. Das blutet deswegen, weil da drinnen in den Öhrchen ist oft nicht so viel Platz. Wenn man da so ein ganz kleines bisschen die Haut berührt, nur einmal so, dann ist es schon so viel, dass da ein Tropfen Blut rauskommt. Weil normalerweise sage ich immer, meine Piercings bluten nicht. Da bleibe ich auch dabei. Mir hat noch nie eins geblutet. Das sind dann so Kollateralschäden, wo man halt einfach mal was berührt und dann kann sowas sein. Deswegen nichts Tragisches, alles gut, schon wieder überlegt. Also kein Gehirntumor. So, also Pflege, Portolin, Spray and Gel, zuerst sprühen, dann bitte mit der Küchenrolle reinigen, vorne, hinten, keine Wattestäbchen bei den Fusseln, du kennst es eh alles. Ja. Dann das Gel vorne, hinten drauf, einmal vorne zurück bewegen, dass es ein Stück herkommt, also bist du fertig. Drei Wochen zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag, sechs Wochen am Stück. Und sechs Wochen sind wir wieder hier zum nächsten Mal kontrollieren. Ach, ich stelle ja was Neues. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen, danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.